Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Mittwoch, irgendwas so Mittag rum und ich nehme euch einfach mal mit durch meinen Tag. Und wie immer fange ich in der Küche an. Die Family ist abgezogen, da steht noch was vom Frühstück rum und so weiter und so fort. Und das muss natürlich alles weggeräumt werden. Der Geschirrspüler ist abends fertig gewesen, den muss ich jetzt ausräumen und wieder einräumen. Ein bisschen, ja, die Küche generell aufräumen. Dann besprühe ich die Herdplatte und die Arbeitsplatte erstmal mit einem Reiniger und räume erstmal das Geschirr in die Schränke rein. Dann kann das Zeugs erstmal ein bisschen einwirken, während ich mich um den Tisch kümmere. Der muss nämlich auch natürlich abgewischt werden. Da sind ein paar Krümeln und so weiter. Alles, was halt so passiert, wenn eine große Familie gegessen hat. Dann habe ich da noch ein paar Sachen, die per Hand abgewaschen werden müssen und auch so die Spüle ein bisschen sauberer gemacht werden muss. Und das erledige ich jetzt einfach mal schnell. Und dann wird auch schon die Herdplatte und die Arbeitsfläche geschrubbt. Und dann wechsle ich in Abstellraum, Entschuldigung, und schmeiße die Waschmaschine an. Und jetzt mache ich mich ein bisschen fertig. Ich habe mir überlegt, ich fahre gleich einfach mal einkaufen. Also muss ich mich ein bisschen aufhübschen, bevor ich mich in die Öffentlichkeit wagen kann. Ich benutze aber ja so im Alltag nicht wirklich viel Make-up. Nur ein bisschen Grundierung oder eben meine getönte Tagescreme und Wimpernpusche. Mehr ist es auch nicht. Ein bisschen was in die Haare rein, damit ich nicht wie ein Wischmopp aussehe, und dann kann es auch schon losgehen. Und heute habe ich auch einiges an leeren Flaschen abzugeben. Wir hatten ja langes Wochenende mit mehreren Leuten zusätzlich hier im Haus. Dementsprechend wurde auch einiges weggetrunken und deswegen muss ich die leeren Flaschen abgeben und neues was zu trinken holen. Hier bin ich schon wieder zurück. Habe auch schon für euch den Food Hall abgedreht und räume einfach die Einkäufe weg. Rafi ist schon von der Schule nach Hause gekommen und hilft mir ein bisschen, aber vorher muss er sich erstmal enthaaren, weil er mit der Katze draußen gespielt hat und ja, die Klamotten sind voller Katzenhaare. Aber er hilft mir gleich auch ein bisschen was wegzuräumen. Ich muss das nicht alles komplett alleine machen. Ein paar Sachen müssen in den kleineren Kühlschrank oder in den Anbau gebracht werden, deswegen verschwinde ich immer wieder mal aus der Küche. Aber das ist eben gut so, ich habe zum Glück genug Platz für einen großen Einkauf. Während ich weg war, ist die Waschmaschine fertig geworden und ich wollte gerade die Wäsche aufhängen, da hat Isabel mich angerufen. Da muss ich erstmal ein bisschen was mit meinem Töchterchen klären. Und dann muss ich die Wäsche erstmal abnehmen, die ich gestern gewaschen habe, bevor ich die frisch gewaschene aufhängen kann. Denn so ganz draußen auf diese große Wäschespinne da mitten im Garten hänge ich die Wäsche noch nicht auf. Es regnet doch schon häufig in letzter Zeit und ich weiß jetzt nicht, wie die nächsten Tage das Wetter wird. Aber ich habe ja zum Glück diese überdachte Holzterrasse und da kann ich die Wäsche super aufhängen. Die wird auch ziemlich schnell trocken, weil sie da eben vor Regen geschützt ist. Aber wenn es windig ist, kommt doch ein bisschen Wind auch durch und pustet mir die ganze Geschichte durch. Heute ist auch eine Maschine nur geworden, also eine und dann noch eine mit Badezimmerteppichen. Die habe ich euch jetzt nicht mehr gezeigt. So viel Wäsche habe ich heute nicht, zum Glück.
dann müssen die Pflänzchen im Haus gegossen werden. Also ich meine damit jetzt nicht die Grünpflanzen, die immer da stehen, sondern das, was ich ausgesät habe, jetzt dann Gemüse und so. Ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass da draußen noch was wird. Und jetzt sauge ich die ganze untere Etage durch. Im Wohnzimmer sieht's aus wie Kraut und Rüben, aber das ist dann halt so. Ich werde das heute auch nicht mehr schaffen. Das ist dann morgen dran. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Jetzt ist sie gerade nach Hause gekommen. Ja, wir haben Mittwoch und es ist gleich schon 5:30 Uhr abends. Und ich fange jetzt erst so direkt vor der Kamera mit dem Video an. Ich habe heute schon auch den Hall für euch abgedreht und einiges im Haushalt erledigt. Nicht alles jetzt vor der Kamera. Es ist ein bisschen zu umständlich, immer wieder das Ding mitzuschleppen. Aber so ein paar Sachen habe ich euch jetzt gezeigt. Und jetzt ist es Zeit, Abendessen zu machen, weil die Männer kommen auch bald. Die sind noch bei Jawohl. Die habe ich gebeten, bei Jawohl vorbeizukommen, vorbeizufahren. Das erledigen sie noch, deswegen dauert es heute ein bisschen länger. Und ich habe ein bisschen mehr Zeit, um Abendessen zu machen. Und zwar ist mir heute nach Chibureki. Wollte ich eigentlich schon länger, ist ein bisschen Fummelkram, deswegen habe ich das noch nicht gemacht, aber heute mache ich das und deswegen ja, legen wir jetzt los. Der Teig muss nämlich ein bisschen ruhen und während der Teig ruht, mache ich dann für die Füllung alles fertig und ich mache heute den Teig mit kochendem Wasser. Der Wasserkocher ist gleich fertig. Ich zeige euch einfach mal, was ich so jetzt mir, ich habe mir ein paar Rezepte angeguckt. Ich mache das immer wieder mal und jedes Mal auch anders. Den Teig variiere ich immer mal, wie ich so lustig bin. So, ich habe hier jetzt so eine große Packung Mehl. Natürlich brauche ich nicht alles. Ich wiege das jetzt nicht hundertprozentig ab. Im Rezept stand 600 Gramm. Ich habe definitiv ein bisschen mehr, weil ich einfach ein bisschen mehr Teig brauche. Ich möchte schon eine Menge halt machen. Ich denke mal, ich habe so 800 Gramm, wenn man so die Packung sich anguckt. 800 Gramm Mehl, dann brauchen wir auf jeden Fall Salz, weil wir ja einen salzigen Teig machen. Ich habe jetzt hier ungefähr so ein bisschen mehr als einen halben Teelöffel und wir brauchen Öl. Ich habe jetzt hier 80 Milliliter Cup und genau den nehme ich jetzt einfach mal voll und haue rein. Also ich habe jetzt ein Rezept gesehen, da waren 600 Gramm Mehl, 60 Milliliter Öl. Ich habe jetzt alles auf 80 und 800 erhöht. So, ich habe jetzt Mehl, Salz und Öl in der Schüssel drin. Und hier habe ich gerade aufgekochtes Wasser. Und auf die 600 Gramm Mehl stand im Rezept ungefähr 400 Milliliter gekochtes, also gekochtes Wasser. Ich werde dann ein bisschen mehr brauchen. Ich nehme mal an, 500. Sonst muss ich Mehl noch zugeben. Ich habe jetzt hier tatsächlich 500 Milliliter. Ich gebe aber nicht alles rein, sondern die Hälfte und fange an zu rühren. Und dann gibt man einfach den Rest vom Wasser rein. Und ich lasse das jetzt ein paar Minütchen in der Schüssel rühren und dann muss ich weiter per Hand kneten. So steht es wenigstens im Rezept. Man muss halt gucken, wenn es jetzt nicht genug Mehl ist, wenn ich habe das ja jetzt alles ein bisschen die Mengen erhöht,
dann muss man vielleicht ein bisschen mehr Mehl zugeben. Aber für den Moment sieht es eigentlich noch ganz gut aus. Es darf erstmal geknetet werden. So schaut es jetzt aus. Vielleicht muss ich es auch gar nicht so dolle per Hand kneten, reicht auch mit der Maschine. Ich glaube, ich brauche aber doch ein paar Gramm Mehl mehr, weil der Teig mir etwas zu weich erscheint. Ich gebe jetzt mal noch zwei Esslöffel mehr. Ja, das sieht jetzt besser aus. Und jetzt lässt man einfach den Teig ein paar Minuten kneten. Also im Rezept stand noch 10 Minuten mit der Hand weiter kneten. Also meine Hände schaffen das, glaube ich, gar nicht so lange. Aber mit Maschine geht's auch. Ne, da wird alles per Hand gemacht in dem Rezept. Ich mache das jetzt mit Maschine und lasse das jetzt einfach mal noch weitere 5 Minuten. Wir haben ja jetzt schon bestimmt so 3 Minuten kneten. Und dann muss der Teig zum Ruhen beiseite gepackt werden. Passt wunderbar, dann kann man sich in der Zeit um die Füllung kümmern. So, ihr Lieben, der Teig ist fertig geknetet. Ich habe den sogar noch insgesamt tatsächlich, denke ich mal, um die 10 Minuten kneten lassen. Und jetzt decke ich ihn ab mit so Frischhaltefolie, wenn ich die zurecht gefummelt kriege. Ich hasse diesen Fummelkram. Jo, ein bisschen Frischhaltefolie drauf, damit es nicht vertrocknet. Na, kommst du jetzt richtig hin? Sag mal. Und beiseite stellen, ein paar Minuten. Also muss gar nicht unbedingt die halbe Stunde sein, die da jetzt angegeben wurde. Aber ein paar Minuten auf jeden Fall. Und ich kümmere mich um die Füllung. Und zwar Hackfleisch habe ich 1 Kilo gerade frisch gekauft bei Lidl. Und dann nehme ich 5 Zwiebeln, es sind insgesamt 5 Stück, und eine Solo-Knoblauch. Und die ganze Geschichte jage ich jetzt einfach mal zum Hackfleisch mit rein durch meinen Fleischwolf. Vorher natürlich einmal in passende Stückchen schneiden, weil die Öffnung bei dem Fleischwolf nicht unbedingt riesig ist. Passt vielleicht dann nicht alles durch. Deswegen einmal kleiner schneiden, einmal so vierteln. Beziehungsweise ein bisschen kleiner, damit es auch wirklich reinpasst. Und dann einfach dazu. Man kann auch die Zwiebeln mit einer Reibe reiben oder einfach mal ganz klein schneiden. Ich mag es lieber, wenn es feiner ist. Deswegen wird es bei mir einfach durch Fleischwolf gejagt. Knoblauch auch. So, das haben wir jetzt schon erledigt. Mann, ist der Zwiebel biestig. Oh, mein Hau. So, dann stand in dem einen Rezept, das ich mir angeguckt habe, die geben da getrockneten Dill und Petersilie. Ich gebe gefrorenen. Der ist doch etwas saftiger. Ne? Also ich habe jetzt hier Dill. Frischen habe ich leider noch nicht, aber der geht langsam auf im Garten. Und die Petersilie, auch die gefrorene vom aus dem Gefrierschrank, aus dem eigenen Garten. Nur ein bisschen, also davon gebe ich jetzt, das ist jedem selbst überlassen. Ne? So Pi mal Daumen, nach Schmackes. Dann brauchen wir auf jeden Fall Salz. Nicht vergessen. Salz, Pfeffer. Oh, das ist jetzt nicht Pfeffer. Ui, das habe ich noch gesehen. Kräutersalz.
muss man ein bisschen anders umhängen hier. Pfeffer, jetzt. Und was noch im Rezept steht, ist Wasser, damit es noch saftiger wird. Ich gebe jetzt ungefähr 200 Milliliter kaltes Wasser mit dazu. Und dann wird das Ganze einfach mit der Hand oder mit einem Handrührgerät, Löffel, was auch immer, verknetet. Damit eine schöne, gleichmäßige Masse entsteht, mit der wir dann unsere Chibuliki füllen können. Und was übrig bleibt, das werde ich gucken. Wenn was übrig bleibt, wird das dann zu Frikadellen verwertet. So, das ist jetzt die Masse, die für die Füllung benötigt wird. Die kann jetzt auch ein paar Minuten warten, bis der Teig ein bisschen geruht hat. So, ihr Lieben, ich habe das jetzt eine Zeit lang stehen lassen, vielleicht sogar tatsächlich eine halbe Stunde. Ich habe nämlich in der Zwischenzeit Obstsalat geschnippelt, einfach alles, was da ist, reingeschmissen. Und jetzt machen wir uns an die Arbeit und bauen unsere Chibureke fertig. Der Teig ist sogar noch warm, muss ich sagen. Aber der fühlt sich richtig gut an, ist auch überhaupt nicht klebrig. Also mir gefällt es ganz gut. Und jetzt ist eigentlich super einfach. Ne? Also man macht so ein Stückchen abknapsen. Ich habe auch schon hier Pfanne mit Öl angeschmissen, damit das ja, alles auch richtig vorangeht. Einmal ausrollen den Teig, so groß wie ihr wollt, die Fladen machen, aber nicht zu dick, ne? Also so 3 mm ungefähr dünn. Und dann nimmt man einfach die Füllung auf eine Seite, ein bisschen flach drücken. Mit der anderen Seite zuklappen und gut andrücken. Das ist auch alles. Man kann natürlich noch Kunstwerke machen, indem man hier den Rand irgendwie, keine Ahnung, irgendwie gibt es so irgendwelche Techniken, wie man das schön machen kann, ne? Also so verhübschen kann. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust jetzt dazu. So schön sieht es auch nicht aus bei mir. Aber lecker. Ja, und so mache ich jetzt einfach alle, für die ich genug Teig und vor allem Füllung habe. Und die werden einfach in der Pfanne im heißen Öl ausgebacken. Zumachen. Gut zu kleben, damit es nicht rauskommt, der Saft. Sonst wird das unschön. Es spritzt dann zu dolle.
solange meine Chiboreke vor sich hin brutzeln. Ich habe jetzt schon ein paar fertig. Ein paar müssen aber noch. Mache ich jetzt die Soße für meinen Obstsalat. Ich habe das euch schon mal gezeigt, das ist nichts Besonderes. Man kann auch normale Vanillesoße nehmen, natürlich. Funktioniert alles super. Ich nehme jetzt aber Joghurt und Sguschonka. Das schmeckt einfach nur mega lecker. Durch den Joghurt nicht ganz so mega süß. Obwohl, bei sowas würde mich das tatsächlich auch gar nicht stören. Ja, einfach nur Joghurt und Sguschonka in Verhältnissen, wie ihr das haben wollt. Verrühren und man hat eine sehr leckere Soße für Obstsalat. Ja, und hier habe ich schon die nächsten im Anmarsch. Okay, der hier muss von der Seite noch ein kleines bisschen. Aber den allerersten, den kann ich euch schon mal aufmachen. Die sind sowas von, hey, knusprig und von innen, man läuft das einfach jetzt alles raus, ne? Sowas. Super lecker. Und vor allem wirklich sehr, sehr knusprig von außen. Dieser Teig ist super dafür geeignet, also. Zack. Und die nächsten rein. Und ich habe ein bisschen Füllung noch da. Habe jetzt ein bisschen Paniermehl reingetan und werde die einfach als Frikadellen anbraten, wenn die Chiburiki fertig sind. So, ihr Lieben. Der größte Teil der Chiburiki ist fertig. Die letzten zwei sind gerade in der Pfanne. Obstsalat steht auch schon fertig da. Hier kann man die Luft schneiden, aber das ist halt immer so, wenn man, egal was man braten will, ob das jetzt ein Frikadellen, ein Fischstäbchen oder sonst was ist, räuchert alles doch ganz schön dolle. Die Frikadellen, die werde ich heute jetzt nicht sofort machen, sondern erst später oder vielleicht mache ich einfach die Masse im Gefrierschrank packen, mal gucken. Auf jeden Fall werden wir jetzt das mal essen und danach sehen wir es wieder. So, ihr Lieben, wir haben jetzt schon kurz nach 8, haben schon alle gegessen. Der Geschirrspüler läuft aber noch, den muss ich noch oder einer der Kinder gleich machen, wenn er fertig ist. Einmal ausräumen und wieder einräumen. Die Reste vom Hackfleisch habe ich jetzt nicht weiterverarbeitet. Ich habe es einfach in eine Tüte reingepackt und in den Gefrierschrank gelegt. Da hatte ich ehrlich gesagt nicht mehr wirklich die Lust jetzt oder Kraft noch weiter zu stehen und zu brutzeln. Aber die Chiburiki waren mega lecker. Super saftig geworden von innen. Richtig schön knusprig von außen, so wie die Dinger eigentlich gehören. Diesmal wirklich sehr, sehr gut gelungen, nur ich hätte ein bisschen mehr, tatsächlich ein Ticken mehr Salz in die Füllung reingeben können. Aber auch so waren die sehr, sehr lecker. Obstsalat sowieso, ne? Da kann man nicht wirklich was falsch machen. Ich habe auch noch zwischendurch noch in der Maschinenladung gemacht, und zwar ein paar Badezimmerteppiche, hängen auch schon draußen. Und Dirk und Christian haben ein paar Pflanzen und Erde mitgebracht. Was auch ganz gut ist, das muss ich nur noch die Tage einbuddeln. Wann ich das machen soll, weiß ich jetzt nicht. Muss ich noch gucken, weil ich noch mein Auto vorsichtshalber in die Werkstatt bringen muss. Irgendwie morgen vielleicht. Dass er mal guckt, da leuchtet nämlich eine Lampe, seit er die Batterien neu eingesetzt hat. Irgendwas leuchtet da, muss er gucken, was das ist. Ich denke, das wird aber nichts Schlimmes sein. Oder ich hoffe, dass das nichts ist, sondern nur eben wegen der Batterie oder keine Ahnung. Ich verstehe da nicht viel davon. Habe ich heute nicht geschafft, das zu machen. Muss ich aber unbedingt noch erledigen. Genau, die Family ist jetzt hier überall im Haus verstreut. Dirk macht sich, glaube ich, Brot in der
Küche für morgen. Ja, das war jetzt mein Tag. Ich habe euch ein bisschen mitgenommen durch den Haushalt. Einen Food Haul gibt es für euch extra, als extra Video. Ich denke, den werdet ihr auch schon haben, bevor ich dieses Video fertig habe. Werde ich gleich als erstes machen, wenn ich am PC bin. Und ansonsten war es das dann jetzt von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonniere nicht vergessen, wer mag. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Mir ist gerade kalt. Tschüss.